Zwei macht neune, ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tollerli, tollerli, toller, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Elfchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Elfchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zwei mal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lade ich zu uns ein. Das ist mein Bruder Tommy, er ist schon 9 Jahre alt. Ja, ich bin 9. Und das ist meine kleine Schwester Annika. Sie ist erst 8. Tommy, Annika. Ihr müsst doch zur Schule, beeilt euch, sonst kommt ihr noch zu spät. Das ist unsere Mutter. Und der da so fröhlich trällert, das ist unser Vater. Und dass ihr das Treppengeländer nicht runterrutschen dürft, das solltet ihr auch dazu sagen. Klar, wird schon nicht vergessen. Wir sind doch schon eine Ewigkeit nicht mehr runtergerutscht. Oh. Und das soll ich glauben? Lieber nicht. Na, siehst du. So, jetzt aber los. Tschüss. Wiedersehen. Halt, vergiss deine Schultasche nicht. Nein. Tschüss, Mami. Macht's gut, ihr beiden. Bis heute Mittag. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, ist schon gut. Das ist das Haus, in dem Tommy und ich wohnen. Ein kleines Stück weiter, eigentlich nur ein Katzensprung, liegt die Villa Kunterbunt. Die hat irgendein Kapitän mal gekauft, sagt unser Vater. Aber es wohnt keiner darin. Und das ist sehr schade, denn das Haus sieht so lustig aus. Und in dem großen, verwilderten Garten könnte man herrlich spielen. Ja, und in den alten Bäumen herumklettern. Das wäre ein Spaß. Ich wünschte, da würde endlich jemand einziehen. Ja, das wäre schön, eine Familie mit Kindern. Mit denen wir spielen könnten, meinst du? Hm? Ja, das wäre was. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber beinahe jeden Morgen müssen Tommy und ich die Beine in die Hand nehmen und laufen, damit wir nicht zu spät zur Schule kommen. Und dabei ist der Weg doch so schön. Erst kommt die Schuhmacherwerkstatt von Jönsson, dann die Bäckerei vom alten Herrn Lindström, in der es so leckere Brezeln gibt. Und dann gleich um die Ecke ist der Bonbonladen. Da gibt es die herrlichsten Sachen. Und wir bleiben immer einen Augenblick vor dem Schaufenster stehen. Das Wasser läuft einem im Munde zusammen. Ein Bonbongeschäft auf dem Schulweg ist eine Gemeinheit. Kein Kind hat so viel Geld, dass es sich jeden Morgen und jeden Mittag was kaufen kann. Unsere Schule liegt ganz am anderen Ende der Stadt. Und die Zeit, die wir vor dem Bonbongeschäft verloren haben, müssen wir natürlich wieder reinholen. Zum Glück ist das keine Großstadt wie Stockholm. Dann wäre der Weg so weit, dass wir immer erst in der letzten Unterrichtsstunde ankämen. Es gibt 2 Polizisten in unserer kleinen Stadt. Der lange Dünne, der am Steuer sitzt, heißt Kling. Und der ältere neben ihm, der heißt Klang. Unser Fräulein in der Schule sagt, die beiden sorgen für Ordnung und Sicherheit. Und das ist sehr wichtig, denn es gibt auch ein paar Gauner in unserer Stadt. Donner Karlsson und Blum heißen die beiden. Nette Polizisten hier in der Stadt, ne? Ja, wenn einem das Sitzen zu langweilig ist, kann man einfach ausbrechen. Ja, genau. Dann gibt es in unserer kleinen Stadt noch die Tante Prosselius. Das ist so eine Art Lehrerin, aber nicht in der Schule. Sie kümmert sich um alle Kinder, weil der Bürgermeister es ihr gesagt hat. Sie steckt ihre Nase in alles rein, was sie nichts angeht. Wir kommen jetzt und tanzen schön, tanzen schön, tanzen schön. Wir kommen jetzt und tanzen schön, ria ralla rön. Warum singt ihr denn nicht mit? Das Lied ist doch leicht zu merken. Also, wir kommen jetzt und tanzen schön, tanzen schön, tanzen schön. Wir kommen jetzt und tanzen schön, ria ralla rön.
Komisch, zu spät gekommen sind wir nie. Wir können ja laufen wie die Hasen und haben auch lange genug trainiert. An diesem Vormittag passierte ganz was Tolles, während wir in der Schule waren. Etwas, was unsere ganze kleine Stadt allmählich auf den Kopf stellte. Mit einem Pferd und einem Affen, sagen Sie? Ja, und sie wohnt ganz allein in der Villa Kuntup und sowas geht doch wirklich nicht. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Wir werden sie schon rausholen. Ja, ich werde mich auch darum kümmern. Sie darf nicht allein in der Villa Kuntup wohnen. Hast du das gehört, Tommy? In der Villa Kuntup ist ein Mädchen eingezogen. Ja, da bin ich aber gespannt. Steht ja ein Pferd auf der Veranda. Ja, was ist das denn? Ach du meine Güte, so stark ist doch kein kleines Mädchen. Das ist mir unheimlich, Tommy. Komm, gehen wir lieber. Nein, Annika, ich will wissen, wie sie aussieht. Ich habe Angst. Wenn schon jemand neben uns einzieht, ohne dass wir es merken, möchte ich gern wissen, wer das ist. Tommy, es ist ein ganz schreckliches Tier da drin. Das möchte ich auch sehen. Was ist denn daran schrecklich? Das ist doch nur ein nettes kleines Äffchen. Na und? Dafür wird er schließlich nicht ganz alleine hier wohnen. Da hast du recht. Aber die Tante Prosselius hat doch zu dem Polizisten gesagt, das Mädchen wohnt ganz allein hier. Ja, das stimmt. Aber von dem Pferd hat sie ja auch nichts gewusst. Wollen wir wirklich mal reingehen, Tommy? Na klar, ich will auch wissen, was los ist. In fremden Häusern. Was ist denn hier unheimlich? Hab dich nicht so, du Angsthase. Sieh mal, da hat der Affe seine Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Ach, ist das goldig. Wir wollten dich nur sehen. Wie heißt du? Ich heiße Pippi Langstrumpf. Und wer seid ihr? Ich heiße Tommy.
Und ich Annika. Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen? Das kann ich dir sagen. In Ägypten, da liegen alle Leute mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf am Fußende. Und die schlafen so fest, dass sie morgens mehr als 10 Wecker brauchen, um wach zu werden. Woher willst du das wissen? Du bist doch bestimmt noch nicht in Ägypten gewesen. Natürlich war ich da schon. Ich bin schon überall auf der ganzen Welt gewesen. Ist das wirklich wahr? Ach, hör auf, du schwindelst ja nur. Das musst du doch zugeben. Ja, ich gebe zu, es war wirklich geschwindelt. Es ist schrecklich, ich kann es einfach nicht lassen. Das musst du aber, man darf nicht schwindeln. Ich weiß genau, dass man nicht schwindeln darf und ich will's auch nicht. Aber ich will euch was sagen, in Ägypten, da schwindeln die Leute von morgens bis abends. Um 7 Uhr früh fangen sie an und dann lügen und lügen und lügen sie wie gedruckt, bis es dunkel wird und sie schlafen gehen. Was sagt ihr dazu? Wenn das nicht auch wieder geschwindelt ist. Ja, das kann ich selbst nicht genau sagen. Was hast du da für ein niedliches Äffchen? Wie heißt das? Das ist der Nilsson. Und dein Pferd? Das hat gar keinen richtigen Namen. Ich nenne es einfach kleiner Onkel. Es ist herrlich bei Pippi Langstrumpf. In ihrer Villa Kunterbunt darf man alles, was zu Hause verboten ist. Und alle Augenblicke fällt ihr irgendetwas Neues ein. Und genau das hatten wir uns schon so lange gewünscht. Passt auf, wer zuerst den Fußboden berührt hat, verloren. Oh ja, das ist ein tolles Spiel. Es ist gar nicht so einfach, wie ein Affe durch das Zimmer zu turnen. Wirklich nicht. Herr Nilsson kann das besser als wir alle zusammen. Ganz allein in der Villa. Das stimmt ja gar nicht. Der Affe und das Pferd sind doch bei ihr. Pippi, hast du keine Mama und keinen Vater? Klar habe ich Eltern. Die sind bloß nicht hier. Aber wer sagt dir denn, wann es Zeit ist zum Schlafen gehen? Das mache ich selbst. Zuerst sage ich ganz freundlich, Pippi, geh jetzt schlafen. Und wenn ich dann nicht gehorche, sage ich es nochmal, aber strenger. Pippi, du gehst sofort schlafen. Und wenn ich dann immer noch nicht gehorche, dann gibt's eine gehörige Tracht Prügel. Wer draußen ist, der komm herein. Es wird ja wohl kein Schneider sein. Ja, aber liebe Kinder, was soll denn das heißen? Guten Tag, Tante Prüselius. Guten Tag. Tommy, Annika, was macht ihr denn hier? Wir spielen gerade ein bisschen. Ein ganz neues Spiel. Du bist sicher das kleine Mädchen, das hier in die Villa eingezogen ist, nicht wahr? Nein, wie können Sie sowas denken? Ich wohne 6 Treppen hoch im Hinterhaus. Da habe ich ein möbliertes Zimmer. Im Hinterhaus? Hier gibt es doch gar kein Hinterhaus. Ach so? Na klar, deshalb wusste ich auch nicht, wohin mit den vielen Möbeln. Ein paar habe ich schon rausgeschmissen. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Bibilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf. Mein Vater ist Negerkönig in Takatukaland und heißt Ephraim Langstrumpf. Bevor er Negerkönig wurde, war er ein berühmter Piratenkapitän. Und alle Seeleute nannten ihn den Schrecken der Meere. Mich nennen alle nur Pippi. Und mich nennen alle nur Tante Prüselius. Und ich bin hierher gekommen, um dir zu helfen, liebe kleine Pippi. Warum willst du mir helfen? Nun, ja, weil du doch keine Eltern mehr hast. Das ist nicht wahr. Ich habe wohl Eltern. Ach ja?
Wo hast du sie denn? Meine Mutter ist im Himmel und mein Vater in der Südsee. Siehst du, das meine ich ja gerade. Du bist allein und du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert. Keine Angst, ich kann schon selbst auf mich aufpassen. Aber Pippi, du, dazu bist du doch viel zu klein. Deshalb sollst du jetzt mit mir kommen. Ich habe schon einen hübschen Platz für dich gefunden, in unserem Kinderheim. Ich habe schon einen Platz in dem Kinderheim. Ach, ja, du hast? Ja, wo denn? Aber das siehst du doch. Hier. Ich bin ein Kind und das ist mein Heim. Also ist es mein Kinderheim. Aber, Pippi, sorg sofort dafür, dass der Affe hier wegkommt. Das Tier weg. Herr Nilsson. Ja, ruiniert mir das Kleid. Aber Pippi, begreif doch endlich, dass du hier nicht mutterseelenallein wohnen kannst. Wovon willst du denn leben? Du hast doch kein Geld. Was? Ich hab kein Geld, sagst du? Nein, das ist etwa kein Geld. Jedenfalls darfst du hier nicht allein wohnen. Und dafür werde ich sorgen. Auf Wiedersehen, Brüsselise. Es war nett, dass du gekommen bist, aber es ist noch netter, dass du wieder gehst. Ich hab den Fehler. Klang! Was ist? Das Licht ist furchtbar. Gewohnt, bevor du hergekommen bist? Ich habe überhaupt nicht gewohnt. Was soll das heißen, du hast überhaupt nicht gewohnt? Na ja, ich bin immer nur mit meinem Vater auf dem Meer rumgesegelt. Und wo ist dein Vater jetzt? Das weiß ich nicht. Wir sind mal in einen schweren Sturm gekommen und der hat ihn über Bord geweht. Hier, fang auf! Danke. Und wie ging es dann weiter? Ist er ertrunken? Ach wo, der kann überhaupt nicht ertrinken, weil er so dick ist. Er ist auf der Takatuka-Insel an Land getrieben worden. Und da ist er jetzt König. Aha, dann hast du die vielen Goldstücke wohl von deinem Vater, was? Was denkst du denn? Kommt, ich zeige euch, was ich noch alles von ihm bekommen habe. Oh. Ja. Da ist noch einer. Seht mal her! Pass auf, Tommy, mach mal die Augen zu. Gib mir deine Hand. Und? Fass sie rein. So, und jetzt zieh. Was ist das? Das wirst du schon sehen. Warte ab. Aber noch nicht die Augen aufmachen. Erst, wenn ich es dir sage. Jetzt darfst du gucken. Ui. Das schenke ich dir. Ist das wirklich wahr, Pippi? Vielen Dank. Nun bist du dran, Annika. Augen zu. Und jetzt komm. Das hier? Mhm. Das ist aber schön. Mach mal einen Deckel auf. Es gehört alles dir. Oh. Oh, danke, Pippi. Du bist ja so lieb zu uns. Hier in meiner Villa ist es wunderschön. Ich habe keine Lust, in ein Kinderheim zu gehen. Wenn die Brüsselise ein Kind haben will, dann soll sie sich ein anderes nehmen, nur nicht mich! Soll sie sich ein anderes nehmen, nur
bist du, die Pippi Langstrumpf? Klar, wer soll ich denn sonst sein? Die Kaiserin von Apfelsinien etwa? Sei nicht so frech. Wir kommen auf Veranlassung von Fräulein Brüsselius. Wir haben Auftrag, dich in das Kinderheim zu bringen. Ja. Wenn die Brüsselise ein Kind haben will, soll sie sich ein anderes suchen. Nur nicht mich! Halt! Bleib stehen! Wir sind Polizeibeamte. Hör zu, Pippi Langstrumpf. Mach keine Dummheiten. Es wird dir bestimmt in dem Kinderheim gefallen. Darf man in ein Kinderheim auch Pferde mitbringen? Pferde? Haha, was denn noch alles? Oder vielleicht Affen? Die Dummheiten. Man darf weder Pferde noch Affen mitbringen. Dann sagt der Brüsselise einen schönen Gruß und sie soll sich die Kinder für ihr Heim woanders suchen. Ich hab keine Lust. Hör mal, Klang. Ja. Jetzt müssen wir aber hart durchgreifen. Ja. Ich laufe hier lang, du um die Ecke. Jawohl. Dann soll sich ein anderes suchen, nur nicht mich. Halt sie fest, Klang! Jetzt machen wir kurz einen Prozess! So eine freche Kräute! Hey, hallo! Wo wollt ihr denn hin? Oh. Hör mal, Pippi, sei doch um Himmels Willen nicht so dumm! Du glaubst ja gar nicht, wie nett es in unserem Kinderheim ist! Wirklich? Und da kannst du auch mit den anderen Kindern zur Schule gehen! Ist das nicht schön? Warum soll ich in die Schule gehen? Damit du lesen lernst und rechnen! Multiplikation und so und das einmal eins! Danke, ich werde gut ohne Blutimikation fertig. Und auch ohne einmal eins. Nein, Klang, so geht das nicht. Wir müssen sie festnehmen. Jawohl, festnehmen. Keine Angst, das ist gar nicht gefährlich. Nicht gefährlich? Wenn ich dich kriege, versohl ich dir den Hintern. Langsam, langsam klingen. Warte, nimm mich doch mit. Warte, hier. Lass mich nicht alleine. Stopp. Ist das Joe hier? Hallihallo! Toll, was, Annika? Ja, ja. Ja, ich bin erwacht. Warte hoch. Ich war nicht so schnell. Gleich habe ich dich. Kling und klang, klang und kling. Sind zwei. Du sollst mir doch helfen! Ich kann mir selbst helfen! Komm! Wo ist sie nur? Hey, hierher! Da ist sie! Voran! Kling, ich helfe dir! Ich schiebe! Was? So! Was? Kling, irgendwie! Vielleicht kann ich sie! Meine Schuhe sind frisch besorgt! Ja. Rutsch! Und jetzt ist sie abgestürzt! Nein, nein, sie hängt an der Dachrinne! Was machst du denn? Bist du verrückt geworden? Komm sofort wieder auf! Wo ist sie? Oh, nein! Ach du meine Güte, jetzt ist sie runtergefallen. Und wir sind schuld? Komm schnell, vielleicht können wir noch was für sie tun. Ja, ja, das arme Ding, das wollte ich wirklich nicht. Ja. Wo steht denn die Leiter? Da, komm. Ja. Du, Klang, ja. Da unten steht Pippi ja. Was, wo? Wo? Da, ja, wirklich, gib Pippi, die Leiter. Pippi, ja. Gib die Leiter. Jawohl, gib sofort die Leiter her, du Frechdachs. Warum seid ihr denn so böse? Das ist doch nur ein schönes Spiel, kling, oder? Kling. Zieh dich auseinander. Komm zurück. Du bist ja mal länger. Noch länger? Ich warte. Ja, kommt warte. Nur runter. Lass sofort die Leiter los, sag ich. Ihr müsst das bitte sagen. Ich lass die Leiter erst los, wenn ihr mich bittet. Sonst könnt ihr da oben verhungern. Also gut, bitte, liebe Pippi. Bitte stell die Leiter zurück. Bitte. Na, und der andere, will der nicht auch bitte sagen? Hä? Ja, ich sage auch bitte. Na schön, dann kommt runter. Ja. Vorsichtig. Oh, ich kann es nicht. Mein Herz. Geh. Langsam. So, jetzt ist Schluss. Ja. Wieso Schluss? Ich dachte, jetzt fängt erst an. Ich sage dich. Nein, jetzt hab ich euch. Was machst du denn? Was ist denn das? Was machst du denn hier schon, Polizeibeamte? Du bist so verrückt, dass es Auflehnung gibt. Lass uns sofort los. Danke, Schmidt, sie ist eine Hexe. Ja. Tommy, Annika, kommt! Schnell, nichts wie weg von hier. Setz dich ans Steuer, ich mach das schon. Gut.
Schnell, sie kommt! Na los, gib Gas! Mach ich doch, mach ich doch! Mehr Gas! Ja! Mehr geht doch nicht! Komm schneller! Ja! Los! Ja, doch, endlich! Was kann ich denn? Doch, natürlich hab ich Gang gerettet! Dann fahr doch endlich! Es muss gehen! Geht aber nicht! Nein! Das kriegen wir bestimmt nicht! Gas! Gib doch! Gas! Gib mir Gas! 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 Ist die Zündung eingeschaltet? Natürlich, sonst würde der Motor nicht laufen. Sieh den Vergaser nach, oder wie das Ding heißt. Daran kannst du gar nicht fliegen. Ich will nicht wissen, woran es liegt. Ich will, dass du irgendetwas tust, wenn wir mit Heiler auch davon kommen. Du kannst mich doch nicht einfach hier lassen, halt! Ach, du Feigling, du! Du Befehlsverweigerer! Du wirst strafversetzt, ich mache Meldung! Der Neger glaubt, dass ein Mensch so stark sein kann. Und ein kleines Mädchen schon gar nicht. Na ja, gelernt ist gelernt. Nein, das ist wirklich eine Hexe. Klang! Klang! Mal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, die zu uns ein.